Katholische Akademie beizeichnet, aus Wirklichkeiten wahrzunehmen, sich auf Pluralitäten einzustellen, Andersartigkeiten achtsam und respektvoll wahrzunehmen und Wirklichkeit wirklich zu erfassen. Das ist für Katholische Akademiearbeit wichtig, weil in der Wirklichkeit begegnet uns Gott. Eine zentrale Herausforderung für Akademiearbeit bleibt sicher, sich Themen und Herausforderungen zuwachsen zu lassen. Das Programm entsteht im Gespräch mit vielen. Der Gedanke entwickelt sich im Gespräch mit vielen. Sich dem zu stellen, das ständig aufzugreifen, das bleibt Herausforderung. Vermissen werde ich nach so vielen Jahren sicher das Team der Wolfsburg. Ein kreatives, leidenschaftliches Team, in dem nachgedacht wird über den Weg der Kirche und auch den Weg der Gesellschaft. Diese kreativen, dynamischen Gespräche werde ich sicher vermissen. Vermissen werde ich, so denke ich, auch diesen Raum. Werde ich die Gottesdienste hier, die von Wort, Musik und Schweigen getragen werden, in den Wortfluten unserer Kirche und unserer Gesellschaft, war das sehr wohltuend. Und es ist ein Raum, der die Ästhetik heutiger Menschen trifft. Diesen Raum werde ich sicher vermissen. Als Gäste bleiben mir besonders gerne in Erinnerung, zum Beispiel Peter Hertling, der vor über 20 Jahren sagte, das Problem der Kirche sei, dass sie so wenig neugierig auf den Menschen ist. Der Psychoanalytiker Horst Ebert Richter, mit dem wir über den Gotteskomplex gesprochen haben. Oder Angela Merkel, die hier den Kohlekompromiss nochmals bekräftigt hat, für unsere Region besonders wichtig. Oder den Generalintendanten der Metropolitan Opera, Gérard Mortier, der sagte, eine Tradition muss man auch brechen wie das Brot, damit Neues entstehen kann. In der Wolfsburg wurde mir vieles möglich, was ich mir so nicht vorgestellt hätte. Und jetzt freue ich mich auf neue Möglichkeiten. Mit meiner Frau, meinen Kindern, meinen Enkelkindern. Ich hoffe, ich habe mehr Zeit für Freunde, für Ehrenamt. Und ich freue mich auf vieles, von dem ich heute noch gar nichts weiß.